Hallo, ich habe gerade mein Video geschnitten und mir ist gerade aufgefallen, dass ich irgendwie nie herzlich willkommen gesagt habe. Ich habe nie gesagt, das ist ein Wochenvlog oder irgendwas, deswegen herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird ein Wochenvlog, das heißt, ich habe euch einfach immer wieder mal gezeigt, was ich so an den Tagen gemacht habe. Nur, damit ihr euch auskennt, ich war die ganze Woche ein bisschen krank, das heißt, ich werde öfters darüber reden, dass es mir schlecht geht oder so. Ich hatte auch eine Woche lang Nachhilfe, also da wird es viel darum gehen. Und außerdem ist das Video auch teilweise eine Kooperation mit Nordgreen. Also Nordgreen ist eine Uhrenfirma, mit denen habe ich schon mal kooperiert, falls ihr mich von da noch kennt. Auf jeden Fall trage ich auch gerade ihre Uhr, aber ich habe auch einen Rabattcode, deswegen bleibt unbedingt dran. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr Wochenvlogs noch immer mögt oder ob ihr irgendwelche Themengebiete habt, die ich ansprechen soll oder so. Und sonst wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß. Mir ist vorhin aufgefallen, dass ich mich noch gar nicht gemeldet habe und ich muss jetzt eigentlich auch gleich los, aber auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen, dass ich ja vor meiner Nachhilfe war, dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich mit meiner Mama gekocht und habe ein bisschen mein Zimmer aufgeräumt, das sieht noch immer richtig schlimm aus, aber das mache ich dann einfach später und jetzt gehe ich gleich weg, also ich habe mich gerade nochmal neu angezogen, weil ich irgendwie das, was ich vorhin an hatte, irgendwie gar nicht gemacht hat. Es war einfach nur so ein T-Shirt und Jeans, aber trotzdem irgendwie wollte ich was anderes anziehen. Jetzt treffe ich mich mit Freunden zum Thrift Shoppen und ich freue mich irgendwie voll, weil ich liebe es zu thriften. Es ist irgendwie so lustig, auch wenn man nichts findet, ist es halt lustig, weil ich finde, sonst stresst mich Shoppen eher, weil das sind immer so viele Leute und dann kriege ich voll Panik, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall mag ich es irgendwie ganz gerne, so rumzustöbern und das alles, deswegen mache ich das heute mit Miriam und Tavia und ich freue mich irgendwie voll. Schaut mal, welche süße Pflanze ich mir gerade ausgesucht habe. Ich freue mich irgendwie voll, meine Mama hat noch eine andere. Jetzt schauen wir noch wegen Badsachen. Auf jeden Fall freue ich mich auf meine Pflanze. Okay, die Farben kommen jetzt irgendwie ganz anders rüber, aber ich finde irgendwie die alle ein bisschen zu gedeckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich finde sie voll schön, aber irgendwie nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will halt irgendwie ein Blau, aber irgendwie gibt es das hier nicht so, wie ich das will. Aber egal, schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall wollte ich jetzt schon länger meine Wand streichen, also eine von meinen Wänden und wir haben jetzt einfach mal eine Farbe mitgenommen und ich freue mich voll. Und ich hoffe, sie ist nicht zu dunkel. Aber ich habe mir gedacht, wenn sie zu dunkel ist, kann ich da immer noch mehr weiße Farbe reingeben, weil die haben wir sowieso im Keller. Und deswegen freue ich mich. Und da werde ich sowieso dann so ein Room Decoration Video machen. Deswegen, keine Sorgen. Hi. Und wie gesagt, wir haben ein paar Pflanzen gekauft und wir haben auch Essen noch gekauft für mich für die nächsten Tage. Und das räume ich jetzt mal ein. Und ja, hallo Mimi. Hallo. Ich bin eingekuschelt in meiner Decke, weil irgendwie ist mir gerade voll kalt. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt schon ein bisschen länger zu Hause. Wir waren dann noch Essen einkaufen, wie gesagt. Irgendwie ist es gerade voll dunkel, aber auf jeden Fall mache ich mir jetzt, glaube ich, gleich Essen. Ich habe Hunger. Und ich habe vorhin auf Pinterest so ein Quinoa-Eintopfstück gesehen. Und das habe ich schon mal gemacht und das hat gut geschmeckt. Deswegen, glaube ich, mache ich das jetzt auch. Und ich glaube, das war es dann aber auch von heute, weil dann vlogge ich lieber die nächsten Tage ein bisschen mehr. Und ja, bis morgen. Also ich war jetzt noch bei Thalia, weil ich mir einen Kalender gekauft habe und dann habe ich mich mit Luisa getroffen, sie kommt auch gleich, sie muss nur noch schnell was besorgen. Genau, also die Luisa ist vorhin einfach noch vorbeigekommen, wir haben gemeinsam gegessen und zuerst war ich ja noch bei Thalia. Da kann ich das euch gleich auch zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe noch was für meine Host-Mom gekauft, weil die bald, aber ich will das Paket bald abschicken, bald Geburtstag hat und dann habe ich mich jetzt einfach noch ein bisschen entspannt. Also meine Freundin ist jetzt schon seit einer halben Stunde weg oder so. Und zwar kommen wir jetzt zum Kooperationsteil von diesem Video. Aber ich finde die halt echt wunderschön, diese Uhr. Also ich weiß nicht, ich finde die einfach voll hübsch. Und vor allem jetzt zu meinem Ring. Der ist halt auch Roségold und das ist auch Roségold. Und ich finde das irgendwie voll schön. Man kann halt zwischen Gold, Roségold und Silber sich das aussuchen. Und halt auch das Band und alles. Und da gibt es halt wirklich auch ganz viele Sachen. Ich habe schon einmal mit dieser Firma kooperiert und ich mag die einfach total gerne, weil sie halt auch gute Werte vertreten, was mir wirklich wichtig ist. Wir haben einfach total das Privileg, in
Österreich oder Deutschland oder so leben zu können. Aber es gibt halt auch viele Länder, die sich nicht mal Wasser leisten können oder so. Und das finde ich total wichtig, dass sich auch Firmen für so etwas einsetzen. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Und deswegen wollte ich euch das halt vorstellen. Und zwar habe ich jetzt bei Nordgreen, wie gesagt, eine Uhr zugeschickt bekommen. Bei jeder Uhr, die man bestellt, kann man sich dann halt auch ein Projekt aussuchen, welches man unterstützen kann sozusagen. Und ich habe mich jetzt für Bildung entschieden, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie ganz cool, wenn jetzt für mich in einer Woche die Schule losgeht. Ich glaube, wenn ihr dieses Video schaut, ist es entweder Montag oder Dienstag, eben von meiner ersten Schulwoche. Und ich dachte mir, dann wäre das ganz passend. In Skandinavien sind sie designed und halt auch wirklich hochwertig hergestellt. Und ich finde auch irgendwie, die Preisklasse ist vollkommen okay. Ich kann verstehen, wann das jetzt viel klingt, aber ihr müsst euch bedenken, es ist eine Uhr. Und wenn ihr wirklich einmal in eine Uhr investiert, dann hält euch das ja eigentlich euer ganzes Leben lang. Also zum Beispiel meine Mama hat eine sehr, sehr ähnliche Uhr. Deswegen freue ich mich irgendwie voll, diese Uhr zu haben. Und die hat sie halt jetzt wirklich schon so lange, ich denken kann. Also wirklich so, so, so lange. Und deswegen, wenn ihr einmal in eine gute, qualitativ hochwertige Uhr investiert, dann hält euch das ja auch total lange. Außerdem mit meinem Gutscheincode, den ich euch jetzt hier nochmal hinschreibe, dann geht das irgendwie voll. Ich persönlich freue mich einfach voll, dass ich mit dieser Firma kooperieren konnte, weil ich jetzt generell mehr von solchen Projekten unterstützen möchte und auch immer wieder welche vorstellen möchte in meinen Videos. Also das wird jetzt fast wie so eine kleine Reihe oder so, dass ich immer wieder mal Wochenvlogs mache und euch da Sachen vorstelle, also Projekte zum Beispiel. Ich dachte irgendwie, das wäre so ein ganz guter Anfang, weil es halt jetzt nicht so ein klassisches soziales Projekt ist, sondern es ist halt eigentlich eine Uhr. Genau, das wollte ich euch nur ganz kurz erzählen, weil ich habe die Uhr halt jetzt echt noch nicht lange, aber vor allem jetzt in der Schulzeit, glaube ich, werde ich die irgendwie voll oft benutzen, weil ich finde es einfach voll praktisch, eine Uhr zu haben. Schau mal, wie gesagt, nicht so oft aufs Handy und ich finde irgendwie, es sieht auch so richtig intellektuell aus. Also keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, ich kann jetzt gut in das neue Schuljahr starten. Aber auf jeden Fall mache ich dann halt noch die Mathe-Hausaufgaben und natürlich einfach sonst noch ein bisschen. Genau. Ich höre gerade Michi Buchingers, oder wie heißt das eigentlich auf Buchingers Tagebuch, auf jeden Fall auf Spotify. Ich liebe diesen Podcast, er ist einfach so witzig. Warte, ich mach mal ganz kurz aus. Auf jeden Fall mache ich mir gerade Bananenmilch, weil das ist etwas, was ich schon irgendwie total lange oft gerne trinke. Also wirklich schon seit ich 3 bin oder so, macht meine Mama das immer wieder. Und ich habe das diesmal mit einem Kokosdrink probiert. Guten Morgen, es ist Mittwoch. Ich sehe sehr fertig aus. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt nicht gut heute. Ich bin ja noch immer krank, beziehungsweise halb krank. Ich muss noch immer Tabletten nehmen und so. Und manchmal fühle ich mich einfach nicht gut an dem Tag, wenn ich zum Beispiel zu wenig geschlafen habe. Und dann merke ich auch, dass mein Hals wieder wehtut und so. Und ich glaube, heute ist so ein Tag, das ein bisschen blöd ist. Aber ich esse jetzt erstmal. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch und ich bin irgendwie heute besonders müde. Also ich bin 1000-mal aufgewacht in der Nacht. Ich kann auch gar nicht mehr reden, weil ich einfach so müde bin. Ich bin irgendwie richtig einfach müde. Aber auf jeden Fall, das ist mein Frühstück heute mal ein bisschen mehr, weil ich halt ein bisschen früher aufgestanden bin, weil ich früher aufgewacht bin. Ohne Wecker. Und zwar habe ich mir einmal Kaffee, Glas Wasser, damit ich meine Medikamente nehmen muss. Muss ich mir gleich hinstellen, dass ich es nicht vergesse, weil ich nehme hier noch immer Antibiotika zum 3. Mal jetzt in diesen Ferien und andere Schmerzmittel. Mein Immunsystem und mein Darm ist einfach nur noch hin und weg, weil irgendwie das ja alles nicht so gut. Ich bin von nach Hause gekommen, habe mir einen Smoothie gemacht und gehe jetzt aber nochmal schnell weg, weil ich mir noch einen Kalender kaufen muss, weil meine für 2020 ist und ich das nicht gemerkt habe. Und dann kaufe ich mir noch Tofu, weil ich mir heute Tofu machen möchte. Und dann esse ich noch mal was. Aber jetzt gehe ich mal schnell weg. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so müde. Ich habe vielleicht so 4-5 Stunden geschlafen, weil ich so unglaubliche Krämpfe in meinem Bein hatte. Richtig komisch. Und auch schon gestern den ganzen Nachmittag. Deswegen habe ich dann nicht mehr gefilmt, weil es einfach wirklich, wirklich schlecht ging. Einfach weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Und dann ist meine Mama nach Hause gekommen. Dann habe ich gekocht für uns. Heute werde ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr filmen. Ich gehe jetzt, wie gesagt, zur Nachhilfe jeden Tag. Und dann komme ich nach Hause, esse ich was und dann gehe ich zum Zahnarzt. Und dann später treffe ich mich noch mit der Miriam. Aber das werdet ihr dann eher alles. Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen und ich habe jetzt wieder frische Zähne. Also ich hatte ja eine, hier ist nochmal eine Komplettreinigung, Mundhygiene. Und weil ich noch unter 18 bin, wurde es sogar von der Krankenkasse unternommen. Und ich war übernommen.
Mein Tapestry ist leider runtergefallen, das ist ein bisschen blöd, aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde jetzt einfach ein bisschen chillen, weil ich darf hier eh nicht so viel an einem Tag machen, weil ich ja noch immer auf Antibiotika bin und jetzt schon zum dritten Mal und deswegen ist das ein bisschen anstrengend für meinen Körper. Ich glaube, ich werde jetzt die nächste Folge von 13 Reasons Why schauen, also die dritte Staffel. Und zwar, ich muss sagen, ich finde die dritte Staffel gut. Sie ist halt ganz anders als die anderen zwei, weil halt Hannah Baker so komplett weg ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, sie gefällt mir trotzdem. Einfach weil ich die Charaktere total gerne mag und weil ich einfach die ganzen Personen total gerne mag. Aber irgendwie finde ich sie trotzdem gut. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, sie hat etwas. Es ist zwar anders, aber ich finde, es hat voll was. Und ich glaube, es ist gerade irgendwie 3 oder so. Voll, es ist kurz vor 3. Und jetzt schreibe ich, glaube ich, noch Freunden zurück und wie gesagt, schaue ein bisschen Netflix und chill einfach. Okay, ich setze mich ganz kurz hin und rede mit euch und irgendwie, ich weiß nicht, ich muss mich erst wieder ein bisschen gewöhnen ans Vloggen. Deswegen, das wollte ich ganz kurz ansprechen, dass ich mich erst wieder gewöhnen muss daran, weil irgendwie ist es ein bisschen schräg, weil ich ja jetzt wirklich, wirklich lange nicht gevloggt habe. Und ich muss sagen, es ist komisch, weil wieso sollte ich zu einer random Kamera reden und wieso sollte ich mich filmen bei ein paar Sachen und so? Aber ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt einfach langsam angehen und ich finde es irgendwie viel einfacher, jetzt gerade mit dem Handy zu vloggen, weil es gerade so ist, würde ich mit euch FaceTime oder so. Ich hoffe einfach sehr, dass ihr das okay findet, dass es jetzt gerade in iPhone-Qualität ist, also Handy-Qualität, und ich weiß, es ist nicht super gut, aber ich finde es okay. Und es fällt mir gerade einfach ein bisschen einfacher, weil, wie gesagt, dann ist es so, als würde ich mit Freunden reden oder so. Und dann irgendwann mal wären sie auch wieder hübscher und ich werde wieder coolere Shots machen und so. Nur in letzter Zeit hatte ich überhaupt... Nur die letzten Tage hatte ich halt fast keine Zeit dafür, auch wenn ich Ferien habe. Aber wie gesagt, wegen der VWA, jetzt wegen dem Mathe-Nachhilfekurs. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf jeden Fall auf neue Vlogs freuen, wo ich euch dann vor allem über Lernen und so rede, weil das wird wahrscheinlich leider mein nächstes Jahr, dass es einfach sehr, sehr viel school-related ist. Aber ich meine, es ist okay, es ist mein letztes Jahr und ich muss das jetzt noch machen und dann ist es gut. Aber auf jeden Fall wollte ich das nur ganz kurz ansprechen, dass ich weiß, dass das jetzt nicht so der hochqualitative Vlog ist, aber vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg. Ihr könnt mir gerne schreiben, soll ich über Themen reden in meinem Vlog, soll ich Fragen beantworten, soll ich irgendwelche Sachen ansprechen. Und jetzt sollte ich auch losgehen, weil sonst komme ich zu spät. Und? Es geht, okay, ist noch nicht so scharf. Sehr scharf. Ich habe mir etwas bestellt, was angeblich nicht scharf ist, und es ist mega scharf. Aber ja. Auf jeden Fall, warte, wir haben hier unser wunderschönes Candlelight. Okay. Hi. Nein. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht viel erkennen, weil es ziemlich dunkel ist, aber auf jeden Fall gehe ich jetzt schon wieder nach Hause. Ich war ja essen mit Miriam und Leute, stamm mich an, Omega. Auf jeden Fall. Ich jetzt nach Hause und mir ist einfach so unglaublich heiß, weil es einfach so schwül ist. Und deswegen dusche ich mich jetzt auf jeden Fall gleich mal. Und dann würde ich sagen, melde ich mich auch morgen. Ich habe heute eh so viel gevloggt, also tschüss. Bin ich bestellt wieder an. Ah ja, vor allem Milan-Burger, weil normalerweise, okay, der sieht jetzt gerade ein bisschen verformt. Das ist auch neu, also bestelle ich immer den Cheeseburger. Und diesmal wollte ich was Neues ausprobieren. Dann haben wir noch Pommes. Dann haben wir Edgy irgendwas. Mhm. Chicago Edgy, glaube ich. Und den Garden Salad, weil ich meine, schau ihn mal an. Ich finde irgendwie, der schmeckt, also sieht voll gut aus. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und wir sind hier total in der Sonne, aber wir wollen noch ein bisschen das schöne Wetter ausnutzen, weil ab nächste Woche ist es eh kalt. Und ich bin fertig mit Nachhilfe. Ich bin mal wieder hier. Ich habe extreme Halsschmerzen bekommen und deswegen fahre ich jetzt schon nach Hause. Meine Mama ist noch schnell was besorgen, aber ich habe heute einfach so, also wir haben so einen Mama-Tochter-Tag gemacht oder so. Also wir waren in einem Museum und haben uns das angeschaut, was meine Mama schon länger anschauen wollte. Dann waren wir essen bei Swing Kitchen. Die Bearbeitungs-Johanna meldet sich nochmal zu Wort. Ich mache das ja normalerweise nicht so oft, weil das eher, finde ich, störend ist. Aber jetzt ist das Ende und ich habe nicht Tschüss gesagt oder irgendwas. Es endet ziemlich abrupt. Das ist einfach, weil ich dann doch mehr krank geworden bin, als ich gedacht habe. Also ich hatte dann wieder höheres Fieber. Ich hatte eigentlich durchgehend die ganze Zeit Fieber diese Woche. Oder habe eigentlich die ganze Zeit Fieber. Aber ich gehe jetzt eh auch gleich wieder zum Arzt. Also
Das ist mein Leben gerade, aber auf jeden Fall wollte ich nochmal Danke sagen, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Schreibt mir, wie euch dieser Vlog gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf und habt's gut. Tschüss. Oh, that was